Jagerlu, das Musikmagazin, und hier sind sie, Berlins beste Newcomer-Band, No No Bounce, gerade frisch im Postbahnhof gekürt. Und Lilly, wie ist es so nach ein paar Tagen rückblickend, wie war das Finale für dich? Ja, immer noch nicht realisierbar. Ich glaube, wir träumen alle noch von dieser Nacht. Ja, ich habe es irgendwie immer noch nicht gecheckt. Also unfassbar. Es war ein unfassbares Erlebnis, eine geile Erfahrung, eine geile Nacht und ein super Wettbewerb. Also. Local Heroes Bundesfinale steht dann demnächst ins Haus, und zwar am 9. November. Da geht es dann natürlich auch wieder ordentlich ab. Wie nervös seid ihr jetzt schon? Ja, hier die Haare stehen schon, der Schweiß läuft. Ja, es wird eine ganz tolle Erfahrung. Wir haben unsere Anhängerschaft hoffentlich dann bei uns und wir zittern aber ganz doll schon. Alles. Zumal ihr könnt ja wirklich mega stolz sein, weil ihr habt ja im Prinzip so einen Durchmarsch gemacht, weil ihr wart ja eigentlich nicht bei Local Heroes, sondern bei Berlins Neue Talente, also dem jüngeren Bandwettbewerb hier in Berlin, und habt da natürlich irgendwie die Wildcard für das Local Heroes Finale gewonnen, und jetzt halt habt ihr im Prinzip die ganzen Local Heroes Bands richtig ausgestochen. Was ist das für ein Gefühl? So quasi als wirklich Nachwuchsband der jüngeren Kategorie da jetzt wirklich so aufzutrumpfen. Macht einen das besonders stolz? Wer mag? Patrick, links von links. Links. Boah, was ist das für ein Gefühl? Also, ich meine, wir haben natürlich schon bei Berlins Neue Talente mitgespielt. Trotzdem waren die Leute jetzt bei Local Heroes jetzt nicht viel älter als wir. Also waren schon Leute, mit denen man sich auch wirklich gut verstanden hat, und die waren auch unser Alter, und es war schön, mit denen zu spielen, und war einfach eine schöne Erfahrung, und also, dass man da jetzt besonders motiviert ist, dass man da durch Berlins Neue Talente jetzt reingerutscht ist, ja, also, ja, klar. Wir hatten da auch Szenen oben im Backstage-Bereich, da waren wir dann zu 25 und mit den anderen Bands, und wir haben gejammt und wir haben unsere Musik zusammen gefeiert. Von daher war da nicht irgendwie ausstechen, kann man nicht sagen, auch kein Konkurrenzverhältnis. Wir waren da wirklich, klasse Atmosphäre hatten wir da oben mit den anderen Bands. Und ich würde sagen, die Atmosphäre, die wir als Jury oder ich als Jurymitglied hatte und das Publikum natürlich, die Atmosphäre wollen wir euch jetzt ein bisschen nahebringen. Wir zeigen einen kleinen Ausschnitt vom Local Heroes Berlin Finale im Postbahnhof. No No Bounds, bitteschön. Pretty girls are hard to find, so it seems to be easy. I ask all you girls will they make the line, but don't you come to believe. If you wanna watch it out. Ja, es war natürlich wie immer eine riesige Party bei euch. In welchem Moment habt ihr denn die Setlist gebaut? Ist es relativ kurzfristig entstanden oder stand die eigentlich schon relativ lange fest? Ja, die musste feststehen, weil man hatte ja nur 20 Minuten und man durfte ja auch keinesfalls überziehen. Deshalb haben wir eigentlich uns Wochen vorher schon zusammengesetzt und Songs auch ein bisschen gekürzt, um echt so knallhart auf die ein bisschen weniger als 20 Minuten zu kommen. Und das war keinesfalls spontan, sondern echt so ein bisschen geplant und strukturiert, und haben uns darauf auf jeden Fall schon vorbereitet, ja. Wie waren so die ersten Sekunden, nachdem ihr von der Bühne runter seid? Habt ihr gleich gemerkt, irgendwie es lief heute gut, oder war es alles so, oah? Also es war auf jeden Fall oah. Also ich fühlte mich extrem gut. Also wir hatten einfach so einen Spaß auf der Bühne, und das Publikum war sowas von geil. Also es war ja für mich auch das erste Mal sozusagen da so aufzutreten. Und ich war stark beeindruckt. Und es lief alles ziemlich gut, ja. Also hatte ich das Gefühl. So, und dann habe ich es ja erwähnt, 9.11. geht es dann weiter, das große Bundesfinale in Salzwedel. Ihr da draußen an den Bildschirmen könnt natürlich alle dabei sein. Und die Frage ist natürlich irgendwie, werdet ihr natürlich wieder die ganze No-No bei uns Familie mitnehmen, und wie kommt man schlussendlich an Tickets? Ja, na klar, werden wir alle wieder einladen. Alle sind dabei im Bus. Und Tickets kann man halt auf unserer Seite erwerben. Wir werden das wahrscheinlich posten bei Facebook oder auch auf unserer offiziellen No-No bei uns Seite. Und da kann man sich einfach online über PayPal halt dann Tickets kaufen. Und dann ist man im Bus dabei. Und dann ist im Partybus, dann wird es schon abgehen. Ja, sicherlich. Es wird feuchtfröhlich, meine Lieben. Da würde ich sagen, da lohnt sich auf jeden Fall das Mitmachen. Berlin Music Association, da gibt es den Link natürlich auch zum Shop. Ich würde sagen,
dann freuen wir uns alle gemeinsam drauf. Rockende Hütte und hoffen den Preis, nachdem es im vergangenen Jahr Down to Date gerockt hat, das Bundesfinale, den Pokal hoffentlich auch wieder mit nach Berlin zu nehmen. Woll? Wäre schon ziemlich geil, ja. Ja, okay. Ne? Schon nett. Also, wir geben uns beste Mühe. Sehr gut, dann ich bin natürlich wieder mit dabei und hoffentlich ihr da draußen auch an den Bildschirmen. 9. November, Salzwedel, das Bundesfinale Local Heroes. Ich sage lieben Dank, dass ihr hier wart und auch mal von Jagalu. Große Congratulations für den Sieg und danke dir. Wir rocken die Hütte. Adieu. Jetzt kriege ich eine Gänsehaut hier.